Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer, an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir Geld mit Amazon Affiliate Marketing und das für Anfänger. Verdiene 1000 Euro passiv im Monat. Da steht zwar 2019, aber das geht auch für 2020, 2021. Ich habe da mal reingeguckt. Sehr genial. Wenig Kommentare dafür, dass es 7000 Aufrufe ist. 7000 Aufrufe, sehr geil. Noch eine Ankündigung. In den Kommentaren poste ich immer den Link zu meiner Telegram-Gruppe. Habe ich hier auch auf dem Handy die Telegram-Gruppe. Dort gibt es immer die Neuigkeiten, News, Online-Marketing, Geld verdienen und. Und auch persönliche Eindrücke von mir und so, Geschichten. Aber heute Morgen habe ich wieder gepostet, Tony Robbins ist bei Digistore24. Den geheimen Link findest du nur in der Telegram-Gruppe. Ne? Diese Links, die dann nicht veröffentlicht werden und so. Aber Tony Robbins, du kannst ihn bewerben. 20% Provision. Wie das geht, erfährst du in der Telegram-Gruppe. Oder den Sponsor der heutigen Folge, affiliate-werden.de. Dort gibt es einen Marktplatz mit den ganzen Partnerprogrammen. Und du bist sofort überall Partner mit allen Produkten der ganz großen. Auch Tony Robbins findest du dort auch. Ja, Attacke. So, schauen wir uns das Video an. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass du, wenn du in meine Telegram-Gruppe bist, keine Nachricht verpasst. Also Leute, herzlich willkommen. Was ich jetzt machen möchte, ist euch eine Methode, Geld zu verdienen, zu zeigen, die in meinen Augen fast für viele vergessen ist. Und zwar geht es um Amazon-Affiliate-Seiten. Das stimmt. Aber ich sage immer wieder Amazon, ja, aber eBay-Partnerprogramm solltest du nicht vergessen. Das war eine der ersten Sachen, mit denen ich damals Geld verdient habe. Und ich habe jetzt immer noch Einnahmen dadurch von knapp 400-500 Euro pro Monat. Das sind Dinge, die vergesse ich weitestgehend, weil ich keine Arbeit mehr rein investieren muss. Und viele, die nach einer Möglichkeit suchen, Geld zu verdienen, ohne Startkapital zu investieren, die Wissen suchen, die anfangen wollen, ohne anfangs viel zu investieren, dem kann ich hier eine Möglichkeit zeigen. Ich will euch in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen. Ich will euch jeden Schritt gerade... Hat er eine Gold-Rolex? Das zeigen. Ich gucke gerade, weil ich habe ja keine Rolex. Ich muss mir auch irgendwann mal eine kaufen. Damit die Leute denken, ich wäre erfolgreich. Ich will euch Templates geben, ich will euch eine genaue Anleitung geben, dass wenn ihr sagt, ey, ich suche mit irgendwas zu starten, dann lasst mich das euch am Anfang zeigen. Ich will euch die Geschichte ein bisschen dahinter erklären. Für einige wird das vielleicht langweilig sein. Glaubt mir, das ist wichtig, dass ihr es versteht. Dann werde ich euch beweisen, also wirklich, ich nehme euch mit an meinem PC und ich zeige euch die geheimsten Details dazu. Dann gehe ich weiter. Ich baue jeden Schritt mit euch gemeinsam auf und wir arbeiten das durch. Das heißt, wenn ihr gesucht habt, cool, wenn ihr schon mal überlegt habt, ey, ich suche mit irgendwas, womit ich starten kann. Ich kann euch nicht sagen, dass ihr damit anfangen solltet, weil, wie gesagt, in meinen Augen Infoprodukte sind der Ort, wo man starten sollte. Aber das ist zumindest ein sicherer Weg. Der Vorteil ist, bei Amazon bekommst du für Querverkäufe noch Geld. Du promotest diese wunderschöne Tasse zum Beispiel von mir, mit meinem Vision Board. Und jemand kauft sich ein T-Shirt und du bekommst trotzdem Geld. Und bei Amazon, ja, musst du halt immer ein Produkt bewerben und kriegst nur für das Produkt Geld. Vielleicht auch noch, wenn der Vendor noch andere Sachen freigeschaltet hat, also der Produktinhaber noch. Aber du bekommst jetzt nicht von jemand anders. Also du hast einen Digistore-Link, bewirbst ein Produkt von Coach 1 und bekommst für Coach 2 auch eine Provision. Das natürlich nicht. Bei Amazon ist es aber so, du promotest ein Produkt von Händler 1, bekommst aber auf alle Produkte am Marktplatz Geld. Oder dafür Geld, für, wenn du etwas verkaufst. Das ist noch der Vorteil von Amazon. Natürlich sind die Provisionen viel geringer. Keine Frage. Ich erstelle dazu einen Artikel, da werde ich euch Dinge zusätzlich geben, die ich hier verlinke, wo ich sage, okay, manchmal spreche ich mich auch in Rage und vergesse irgendwas. Da kriegt ihr weitere Informationen dazu. Und dort habt ihr dann auf jeden Fall alle Details, alle Dateien, die ich euch hinterlege, wo ich... Ich hatte nie auf dem Schirm den Typ, aber der macht ein paar gute Videos. Ja, also, aber ich habe ihn auch noch nie getroffen irgendwie, dass ich das, aber irgendwie, auf jeden Fall, ich finde ihn irgendwie sympathisch. Auch wieder da so mit deinem Muskelshirt und so, ja, sympathisch irgendwie. Ich zum Beispiel sage, ich gebe euch meine Templates oder sowas. Okay, das heißt, starten wir und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video, gehen wir auf meinen PC. So Leute, ich nehme das Video jetzt das dritte Mal auf. Einmal hat mein Handy geklingelt, einmal ist ein Düsenjet vorbeigefahren. Das heißt, lasst uns anfangen. Was ich euch... Wie fährt denn Düsenjet vorbei? Geflogen. Aber ich habe das auch öfters, ne? So Versprecher. Ich denke, ich habe es richtig gesagt und dann auf einmal... Ein geiler Versprecher hatte ich mal in New York.
Hier Coney Island oder wie das da heißt. Und ich habe dann Pazifik gesagt. Ich wusste, das ist der Atlantik und dachte auch, ich sage Atlantik. Und dann habe ich aber Pazifik gesagt und vor die Kommentare, ey, das ist doch der Atlantik und so bist du, verstehst? Ich dachte, ich sage es. Und dann denkst du aber schon wieder, was du halt in den nächsten paar Sekunden sagst und so und haust dann Versprecher rein. Voll lustig immer. Also wieder nicht so ernst nehmen, wenn man halt so einen Versprecher mal hat. Das ist, du musst halt da echt nachdenken, was du als nächstes sagst. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach. Jetzt zeigen möchte, ist eine der Sachen, die für mich am Anfang mit das Wichtigste waren. Und für jeden von euch, der sich dafür interessiert, wie kann ich Geld übers Internet verdienen, ist das eine wirklich essentielle Sache. Ich zeige euch immer Dinge, von denen ich sage, okay, das ist das, womit ich jetzt starten würde. Falls ihr euch überlegt, womit würde ich jetzt starten, dann habe ich euch ein Webinar unten in die Beschreibung gepackt, weil es einfach den größten Return on Investment hat, weil ihr damit am meisten Geld verdienen könnt. Aber wenn ihr mich fragt, womit hast du gestartet? Dann will ich euch das jetzt erklären. Meine erste Sache, mein erster Punkt, das erste, womit ich mein Geld verdient habe, war eine Amazon-Affiliate-Seite. Und ihr Okay. müsst euch das vorstellen. So habe ich auch angefangen. Und dann war es aber ruckzuck eBay-Partnerprogramm und Facebook-Seiten und Gruppen und so. Ja. Ich habe damals mein Studium gemacht und ich war todesunzufrieden. Ich habe jahrelang auf einen Punkt hingearbeitet und dann kam ich den ersten Tag dorthin. Ich sah meine Kollegen, ich sah die Schüler und ich dachte, oh mein Gott, ich hasse das. Und Geil, geil. dann war ich aber vor dem schwierigen Punkt, ich wusste, ich will das nicht machen. Das ist eine einfache Sache zu entscheiden. Der schwierige Punkt ist, was mache ich dann? Aber wäre cool, wenn du dein Bild zeigen würdest dafür, so welche Videos. Ohne Scheiß, man will jetzt nicht auf so eine Google-Seite schauen. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Und ich habe da gesessen und ich habe was gemacht, was vollkommen unklug ist. Ich habe einfach gekündigt. Und das war eine vollkommen unkluge Sache, hat mich allerdings unter den Druck gesetzt, den vermutlich jeder braucht, weil ich habe so schnell wie möglich gelernt, wie kann ich meine Miete zahlen. Diesen Druck hatte ich ja dann auch, wo ich Flaschen gesammelt habe. Ne? Es ging dann echt noch ein bisschen lang, aber der noch weitere Druck war dann halt, wo ich dann halt mein WG-Zimmer, wo das gekündigt wurde. In Berlin. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich eine Affiliate-Seite gemacht habe. Das habe ich gesagt. Ihr seht hier meine neue Webseite. Ich bin da. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe rum erzählt, ich bin Millionär und kaufe mein Coaching. Davon gibt es Leute. Aber es macht ihn sympathisch, dass er eine Affiliate-Seite. Ich bin mal gespannt. Alle dran, das neu zu machen. Und ich habe euch einen kompletten Artikel dazu erstellt. Um euch ein bisschen die Hintergründe dazu zu erklären. Ich weiß noch genau, wie. Ach ja, wenn du eine neue Seite machst, ne? So wie er jetzt hier, ne? Hallo World und diese Kommentare, löscht die doch bitte sofort als erstes. Das ist der erste Schritt. Die Beiträge und die Seiten, die WordPress anlegt, die einfach löschen. Weil das ist dann natürlich das, was auch Hacker suchen sofort erstmal das. Die finden deine Seite auch anders oder so, aber ja. Und es sieht total unprofessionell aus, wenn da Hallo World steht und so und keine Ahnung was. Ja, peinlich. Aber okay. Wie die Seite hieß. Ich will auch keine Geheimnisse haben. Ich werde euch wirklich in alle Insights einführen. Ich habe damals gesagt, okay, mich interessiert das Ganze. Ich weiß, ein Thema interessiert mich sowieso. Ich fing an mit meinem Box-YouTube-Kanal. Also habe ich meine Affiliate-Seite auch übers Boxen gemacht. Ich habe angefangen, Artikel zu schreiben. Cooles Thema. Auf jeden Fall echt cooles Thema Boxen, warum nicht, ne? Die Leute kaufen da auch Sachen wie Boxsäcke, Handschuhe und. Und kannst vielleicht sogar noch Supplements rein, Eiweißpulver, alles Mögliche rein. Ist cool. Ja. Gucke mal kurz. Hier seht ihr die Seite, die ich damals hatte, und ich habe angefangen, Artikel zu schreiben. Ihr seht das immer noch. Jetzt inzwischen ist das nicht mehr so gepflegt, wie es früher war. Ne? Aber ihr seht, ich habe dann, hier sind die alten Artikel, die ich gemacht habe. Boxtraining zu Hause, richtig aufwärmen im Boxen. Also ich habe wirklich. Die Beispielseite ist cool eigentlich. Ne? Und du kannst natürlich auch News, was ich da auch, einen Terminkalender mit Boxkämpfe oder so. Es gibt ja nicht so viele. Und dann, wenn du damit gut rankst, jemand sucht den Boxkampf, hey, ne? Vielleicht auch alte Boxkämpfe oder so. Ja, echt cool. Versucht den Leuten Content zu geben, Wert zu geben, gefunden zu werden und habe all das verfolgt, habe mich damit auseinandergesetzt, wie kann ich das Ganze monetarisieren. Und der Weg, den damals jener gegangen ist, das, was wirklich das größte, der größte Hype war, da. Was mir jetzt echt auffällt, ist,
Ich will ihn jetzt nicht, aber ja, da müssten noch ein paar Produkte sein. AdSense, Werbebanner, E-Mails sammelt er nicht ein und auf der Startseite. Sonst erster Eindruck schon ganz okay. Wo jeder schon dachte, Alter, kann das überhaupt noch funktionieren, wenn jeder das macht, waren Amazon-Affiliate-Seiten. Und ich kann euch das mal zeigen. Das gleiche habe ich nämlich auch gemacht. Ich zeige euch das mal. Zum Beispiel Boxschuhe. Das war nämlich gleich eine der ersten Sachen, mit denen ich wirklich massig Geld verdient habe. Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben, habe mich damit auseinandergesetzt und habe dann geschrieben, hier, passt auf, ihr wollt Boxschuhe kaufen, habe darüber aufgeklärt, habe das Ganze gemacht, ihr seht das. Was mir aufgefallen ist, da oben stand 2017, das würde ich halt jedes Jahr ändern. Ne, ich würde den Text jedes Jahr neu schreiben, also den Text so lassen, aber ein paar Punkte neu schreiben und dann 17, 18, 19, 20 ändern und so, das macht dann echt Sinn. Dann hat der Text auch echt Traffic, gerade wenn du das im Dezember änderst, Dezember 2019 änderst du es in 20 und so. Ja, macht echt viel Sinn. Und dann kaufen die Leute auch eher, weil die sehen, hey, der Artikel ist neu, so ungefähr. Hier, Backlinks in dem Rahmen. Also wirklich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie kann ich das machen und habe dann Dinge empfohlen. Ich habe das sogar hier gezeigt. Na, also jetzt, ich habe dann gestern noch den Artikel geschrieben. Also ich habe wirklich, ich will euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben. Und habe gesagt, hier guckt, da seht ihr, gestern habe ich zum Beispiel 13,90 Euro über den Verkauf eines Schuhs gemacht. Das seht ihr. Ne? So. Und mein Ziel war jetzt, okay, wenn ich das Ganze mache, dann muss das doch skalierbar sein. Und ich dachte, boah, das ist der Hammer. Also habe ich mich damit auseinandergesetzt und meine Seite, die ich dann aufgebaut habe, hieß boxhandschuhekaufen.eu. Ich habe gelernt, dass das klug ist, dieses Keyword quasi in die Beschreibung zu nehmen, in die Domain und habe die ganzen... Ist immer noch klug, aber vor 5 Jahren oder so war das sehr, sehr geil. Also ist immer noch klug. Artikel geschrieben und ich war... .eu ist nicht so klug, aber okay. Unheimlich gehypt. Ich dachte, boah, ich werde damit Geld machen, ich werde nebenbei einen Shop aufmachen. Und ich habe 2 Monate dran gearbeitet und da hatte ich nicht einen Verkauf. Ich dachte, okay, das ist scheiße. Und dann habe ich noch gewartet und nach 3 Monaten war ich so deprimiert, dass ich die ganze... Naja, wenn du keinen Traffic hast, ne? Und ja, .eu, hast du schon mal in der Google-Suche viele Domains gefunden mit .eu? Die Endung ist auch kacke, ne? Aber wird er heute vielleicht auch wissen. Seite einfach gelöscht habe. Ne? Weil ich dachte, das lohnt sich einfach nicht. Und dann gucke ich irgendwann und ich sehe 16 Cent Einnahmen im letzten Monat. Und ich gucke... Und ich habe irgendwas verkauft. Das war so ein Schwamm, den man in Boxhandschuhe steckt, dass der nicht schwimmt, nicht stinkt. Und ich dachte, Alter, das Ganze funktioniert. Das war ein Gefühl, ihr müsst euch das vorstellen. Nicht, dass es viel Geld war, aber es war für mich dieses Klick. Wow, ich kann Geld verdienen damit. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte jetzt, ich hatte die Gewissheit, dass es möglich ist, so Geld zu verdienen. Das Problem war nur, ich hatte die Seite nicht mehr. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Seite einfach vollkommen neu aufgebaut. Ihr seht das hier? So, das heißt, ich habe geguckt und mich darum gekümmert. Jetzt neulich hatte ich ein Problem mit der CSS. Das heißt, das seht ihr, es ist mega hässlich, das war mal schicker. Aber ich habe 6 Artikel gemacht. Und diese 6 Artikel bringen mir immer noch, im besten Zeitpunkt haben die knapp 500 Euro gebracht. Keine Millionen Artikel. Geil, oder? Jetzt regulär bringen die irgendwas zwischen 200 im schlechtesten und 500, je nachdem, welcher Zeitpunkt ist, okay? Und was ich euch zeigen möchte, wenn ihr das macht... wie ihr das aufbaut. Ich will wirklich Schritt für Schritt mit euch alles durchgehen, euch das zeigen und euch helfen, falls ihr vorhabt, sowas zu machen, auch so eine Seite aufzubauen. Komm, wir gucken einfach mal. Warte mal. Affiliate werden? Ja, hey. Wir gucken einfach mal. Boxhandschuhe. Da ist natürlich, Amazon macht sofort Werbung, sofort 4 Werbeanzeigen. Wir gucken einfach mal Boxhandschuhe. Komm, wir kopieren das. Was suchen die noch? Test. Malen? Warum will denn jemand malen suchen? Jetzt gehen wir hier auf United Domains und gucken einfach mal, ob wir noch was finden. Vielleicht eine Inspiration für dich, wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Das ist erstmal alles belegt. Die sind auch alle belegt. Ja, ist natürlich sehr schlecht. Also de.com ist belegt. Nett. Schade eigentlich.
Test ist noch frei. Boxhandschuhe-Test. Warum? Das wird uns hier auch vorgeschlagen als Suchbegriff. Das heißt, viele werden da auch drauf gehen. Hier wird auch Test vorgeschlagen. Also, dieses Domain ist ja unfassbar geil, oder? Immer wieder gesagt wird, hey, es gibt nicht genug Domains, ich kann keine Nischenseite bauen und so. Und das mache ich zum Beispiel auch in meinem Coaching mit den Leuten. Wir suchen halt vernünftige Domains. Und das Ding kostet 9 Euro im Jahr. Kannst du halt, du hast gehört, wie viel er jetzt gerade damit verdient. Unfassbar. Und noch eins. In den Kommentaren, und packe ich ja meine Telegram-Gruppe rein. Und ich hau da immer so Tipps raus. Domains, die frei sind. Alles, was ich finde, packe ich da auch rein. Neue Tools und, und. Und wir schauen einfach mal, wie viel ihr jetzt noch weiter verdient, wenn du auch Boxhandschuhe Test machen möchtest. Boxen minus, keine Ahnung, was machen wir da? Boxen minus Shop. Wobei, dann könntest du natürlich auch die Musik boxen. Ja, also, aber das ist doch schon mal eine geile Nische, oder? Hat sich doch schon gelohnt, das Video bis jetzt anzuschauen. Schauen wir mal weiter. So, Amazon. Oder hey, ich mache das auch gleich mal live. Hey, liebe Telegram-Gruppe, Michael hier. Ich bin gerade live dabei, ein YouTube-Video aufzunehmen. Und ich packe dort einen Tipp rein für eine richtig tolle Nischenseite. Amazon-Nischenseite. Du kannst natürlich auch eBay und andere Programme nehmen. Und es ist eine DE-Domain frei. Diese DE-Domain, ich bin jetzt live online, kannst du dir gleich anschauen. Ich poste das Video und die ist unfassbar cool. Also wir schauen uns das Video an hier. Wir machen eine Reaction gerade und so 400-500 Euro wird in diesem Video gesagt. Verdient er immer noch mit der Nische. Und ich habe dafür eine freie Domain gefunden. Und dann auch noch eine DE-Domain. Und der Erste, der sie nachher registriert, hat halt Glück. Schaut euch das Video an. Ich bin jetzt gerade live. So geht das. So schicke ich immer Nachrichten. Ich schicke auch Screenshots und so weiter. Und nochmal Links zu guten Sachen und so. Das gibt es alles in der Telegram-Gruppe. Okay, schauen wir mal weiter. DE. Okay, das heißt, starten wir das Ganze und ich zeige euch das einmal. Also, ihr seht jetzt hier meinen Affiliate-Account, okay? Und ich will euch zeigen, einmal wirklich die kompletten Eindrücke, dass ihr wisst, okay, es gibt so viele Leute, die behaupten, sie machen irgendwas. Okay, aber ich will euch zeigen, ey, pass auf, das und das ist wirklich möglich. Und die Dinge, die da... Boah, die Leute, die das behaupten, fand ich auch immer total assi. Darf ich nicht so... Ruhig. ...hinterstecken. Das heißt, Berichte. So. Und ihr seht jetzt hier, die letzten 30 Tage sind das, glaube ich. Das ist die letzten 30. Also, wenn die Einnahmen... über diese Seite kamen, mit diesen Artikeln... Sehr, sehr genial. 386 Euro. Mal gucken, was er dazu sagt. Aber ja, dafür, dass er die Seite 2017 gemacht hat, oder diese Artikel waren von 2017. Boah, gut. Na, immer noch. Er macht ja kein, er holt ja kein Traffic drauf und. So. Ja, ungefähr die letzten 30 Tage meine Affiliate-Einnahmen. Und zwar seht ihr, dass ich in den letzten 30 Tagen knapp 400 Euro gemacht habe. Ist das ein guter Wert? Ja, wie gesagt, ist schon ziemlich hoch. Letzten Monat, glaube ich... Um ehrlich zu sein, ist das ein sehr genialer Wert für Mai. Wir reden ja von Mai. Kein Weihnachtsgeschäft oder so. Weihnachtsgeschäft wird dann noch höher sein. Und, oder auch Januar vielleicht, dass jemand Vorsätze hat, mit dem Boxen anzufangen. Ich finde es sehr genial für eine Webseite, die dann halt vielleicht 3 Jahre nicht mehr aktualisiert wurde. Ja. Aber ich hatte 200 noch irgendwas, also das schon ziemlich gut, ne? Und nur um euch das nochmal zu zeigen, ihr seht das, hier habe ich wirklich nur diese Sachen, Zahnschutz etc., das sind so die meistverkauften Dinge. Und ich habe nicht nur diesen Account, ihr seht das, ich habe auch noch zum Beispiel, das hier ist mein YouTube-Kanal. Der bringt auch Geld, wo ich Affiliate-Einnahmen habe, allerdings weniger. Das sind diesen Monat knapp, die letzten 30 Tage knapp 60 Euro.
Aber das ist dann wirklich Richtung passiv, ne? Also du machst einmal eine Tätigkeit und dann hast du passiv Einnahmen. Dafür echt genial. Und YouTube ist echt nicht gut mit Amazon-Links. Ne? Wenn du die da unten in der Beschreibung ganz viele Links hast und so, ist echt nicht so. Aber noch in 50 Euro mal eben, ja, dazu setze ich ja. Warum nicht? Was ich euch zeigen möchte, ist aber, dass das möglich ist. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, die vergesse ich, da kriege ich Geld überwiesen. Und mich hat mal jemand gefragt, ob ich reich bin. Ich sage euch am Anfang, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich meine Miete bezahlen kann. Ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt machen kann. Und das hier ist eine lang anhaltende Sache. Okay, die bringt euch Geld, wenn ihr das vergessen habt. Wenn ihr 10 solcher Seiten habt, das war mein Ding, dann dachte ich immer, dann kann ich davon leben. Und exakt so ist es theoretisch, je nachdem, wie das Ganze läuft. Ich habe von Leuten gehört, die 3.000 oder 4.000 Euro mit so einer Seite verdienen. Was ich euch sagen kann, ist, das Ganze ist möglich. Stell dir mal vor, du machst dann jetzt echt Werbung für deine Seite. Also Werbung, auch gratis Werbung in Facebook-Box-Gruppen und. Machst noch mehr Traffic, machst noch mehr neue Artikel. Hast dann dieses 2017 in 18, 19 umgeändert und so. So die, meine ganzen Tricks, hast noch AdSense-Einnahmen, hast eine E-Mail-Liste zum Thema Boxen und so. Ja. Respekt. Okay. Und starten wir. Das heißt, ich will euch jetzt zeigen, wie baut man das Ganze auf, und gehen wir ein bisschen erst in die Theorie und dann Schritt für Schritt in die Umsetzung ein, okay? Machen wir weiter. Ich habe jetzt versucht, alles vorzubereiten, und gucken wir, dass wir das Ganze jetzt wirklich gut machen. Also, wenn wir sagen, wir wollen uns so eine Seite aufbauen, dann ist das Erste, was wir brauchen, eine Nische. Und wenn wir über Nischen reden, ich habe hier die Gruppe, und in der Gruppe habe ich das geteilt. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Das ist ein Coaching-Teilnehmer von mir. Und der hat gesagt, ey, ich will einen Online-Kurs verkaufen. Ich frage, okay, zu welchem Thema? Und er sagt, ich will Leuten zeigen, wie sie besser Computer spielen. Und ich sage, da willst du mich verarschen? Das funktioniert niemals. Und auf jeden Fall nicht nur, dass er dazu quasi sein E-Book verkauft hat, sondern... Ihr seht das, er hat auch 2 Coachings verkauft, und insgesamt, ich weiß nicht, was jetzt, aber sagen wir im schlechtesten Fall, er hat 5 bis 10 Coachings verkauft. Wir reden von Coachings. Ne? Also ihr wisst, dass das höhere Beträge sind, hoffentlich, in denen er Leuten zeigt, wie sie besser Computer spielen. So, und das ist für mich unglaublich. Aber das ist ja auch so ein Problem, ne? Und es gibt so viele Leute, die haben Geld, und die Freunde gewinnen immer beim FIFA-Spielen. Und die wollen auch mal gewinnen, und die leiden darunter, dass sie immer verlieren, und dann geben die auch ein paar hundert Euro für ein Coaching aus, damit sie dann das machen. Ich kenne jemanden, der hat sich ein Coaching gekauft für viel Geld beim Profi im Kickern. Er wollte die Tricks des Profis haben, wie er kickert. Und der gewinnt jetzt andauernd Kicker-Turniere und bei seinen Freunden und so. Und aber er hat sich ein Coaching bei, wer kauft sich? Normaler Mensch denkt so, hey, was ist das für eine Nische? Und wenn der Kicker-Typ jetzt clever gewesen wäre, wird er echt viele Coachings jetzt nur noch verkaufen und einen Videokurs machen und ein E-Book. So kickerst du besser. Es sind Tausende von Leuten, die jedes Jahr besser kickern wollen, und das ist kein Millionenmarkt, kein Milliardenmarkt oder so. Und mit den Testimonien, mit den ersten Kunden, warum nicht? Es ist manchmal, ich coache ja auch meine Kunden dahin und so, also geil. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt irgendwie anfangen, ihr wollt irgendwie Geld verdienen, dann ist die Frage, welche Nische sollte ich wählen? Und die erste Nische ist, du fängst mit dem an, was du gerne machst, wo du Spaß dran hast, wo es keine Rolle spielt, ob du jetzt 10 oder 20 Artikel schreibst, weil du das Wissen einfach so aus dem Ärmel schüttelst. Das sage ich seit Jahren. Davor hat immer jemand, alle haben gesagt, bevor ich das gesagt habe, irgendwie haben das alle von mir, habe ich das Gefühl. Davor haben immer alle gesagt, ja, du musst hier gucken, die Nische, mindestens 10.000 Aufrufe, und dann musst du in diese Nische gehen. Dann irgendwann mal waren es nur noch Mikronischen und so. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, hey, macht eine Hobby-Nische, das ist so geil. In jedem Podcast-Interview, auf der Bühne, irgendwo bei Events und so, war ich der Einzige gesagt, und alle haben mich ausgelacht. Jetzt mittlerweile sagt das jeder. Komisch, oder? Der Michael. Und dann kann es sein, dass du im schlimmsten Falle vielleicht machst du nur 50 Euro pro Monat mit der Webseite, und im besten Falle machst du irgendwas um die, vielleicht auch wie ich, 500 oder
wie ich gesagt habe, manche Leute, die knapp 3000 Euro mit verrückten Nischen machen. Aber du lernst auch, wie man das macht. Du übst an deine Hobby-Nische erstmal. Und das ist total geil. Stell dir mal vor, du übst an einer Nische, wo du keine Ahnung hast. Stell dir mal vor, der Michael wird jetzt an einen Schminkkurs arbeiten oder eine Webseite zum Thema Schminken. Ich habe gar keine Ahnung. Ne? Das macht keinen Sinn. Ne? Oder wenn ich jetzt wirklich was über Hunde schreiben würde. Also ich habe schon eine Hundenische gehabt, aber da habe ich Texte schreiben lassen. Aber selbst, ich habe keinen Hund. Ha? Ich mag Hunde, ja, aber ich mag Hunde so, ja, man kann sie streicheln, man kann ein bisschen mit denen rumspielen und so und dann war es das. Ich muss jetzt keinen Hund haben, so, ne? Aber wenn du Hunde liebst und weißt alles über Hunde und alles über Hunderassen und Fellpflege, Gassi gehen, Futter, Ernährung, Kaka und alles Mögliche, kannst du das in Blogbeiträge packen. Geil. Ich habe gehört, zum Beispiel auch, um euch andere Beispiele zu nennen, von Peng Yun. Peng Yun hat einen Kurs verkauft über World of Warcraft und hat damit knapp 1 Million in Sales gemacht, also in Umsatz. Ich weiß nicht, was sein Gewinn ist. Ich glaube, er hat aber keinen Traffic geschaltet. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wenn ihr irgendwas macht... Genauso wie den Kicker-Typ. Ne? Ich würde kein Coaching bei so einem Kicker-Typ kaufen. Aber warum nicht, ne? Und es gibt ja echt vieles, ne? Es gibt viele Computerspiele. Ich würde vielleicht sogar noch mal so die Retro-Dinger oder so, ne? So ein C64er-Videokurs. Wie man den pflegt, wie man halt dann dieses, keine Ahnung, graute Bums eingibt und so und keine Ahnung was. Und dazu ein Kurs. Oder also es gibt tausende von Themen. Und die sind teilweise nicht lächerlich genug. Ja. Worin ihr wirklich gut seid, woran ihr Spaß habt, bringt euch das weiter. Geil. Der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, fangt an, habt ihr Hobbys, Haustiere, irgendwas, was ihr gerne lest? Ich habe zum Beispiel über eine Nischenseite über also so Vampirromane gehört. Und die hat auch knapp 1000 Euro gemacht. Das ist unglaublich. Warum nicht? Also ich habe auch ein paar Nischenseiten gehabt. Die haben echt gut Geld gebracht, immer mal wieder. Weil die auch Gastro-Zubehör verkauft haben und so. Du kriegst auch Amazon teureres Gastro-Zubehör und so. Und das war echt toll. Ja? Die wurde noch besser monetarisiert. Da waren noch mehrere Sachen inbegriffen, über die man sich im Klaren sein muss. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr versteht, worum das Ganze geht. Wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Hobbys, dann ist die Frage, worin bist du gut? Bei was verliert sich so bei dir die Zeit? Was machst du gerne? Wo kannst du den ganzen Tag mit Zeit verbringen? Und das ist okay. Und falls du sagst, okay, ich bin wirklich jemand, der sowas nicht hat, ne, ich arbeite die ganze Zeit, den Rest muss ich mit meiner Familie verbringen, dann, okay, worin arbeitest du? Ne, hast du vielleicht einen Job, der irgendwie eine Leidenschaft ist? Sagen wir, du bist Musiklehrer. Dann ist das eine Sache, da kann man auf jeden Fall Profit draus schlagen. Wenn du jetzt sagst, du bist Sekretär, dann von keiner will das machen, glaub mir, du kannst nichts verkaufen da. Aber dann, okay, was kannst du anderen zeigen? Hast du irgendwas selber gelernt? Falsch. Du bist Sekretärin? Und du könntest einen Videokurs machen über Organisation für Selbstständige, wie man sich am Arbeitsplatz organisiert. Ich weiß, dass das ein totales Problem draußen ist. Leute können ihren Arbeitsplatz nicht organisieren, die können ihren Arbeitsplatz nicht aufräumen, die haben ihren Schreibtisch überfüllt mit Müll und können deshalb nicht arbeiten. Selbst so Lektionen, wie man Sachen abheftet vernünftig, und es ist für manche Leute... hört sich das dumm an oder so, aber da einen Videokurs zu machen, wie man so einen Tag organisiert, wie man Termine macht vielleicht auch und, das ist geil. Das ist auch eine geile Idee. Jeder hat Fähigkeiten und so. Und ja, ab und zu poste ich auch in der Telegram-Gruppe Links zum Bewerben für mein Coaching. Da kannst du dich einfach bewerben und wir arbeiten so etwas raus. Also es gibt drei feste Punkte. Einmal Affiliate-Marketing-Coaching. Das ist dieses Jahr, seit gestern komplett ausgebucht. Dieses Jahr kein Affiliate-Marketing-Coaching. Du kannst mein Jetset-Affiliate-System kaufen, aber persönliches mehrere Wochenprogramm ist ausverkauft. YouTube-Coaching, da gibt es noch freie Plätze. Und wie du dein eigenes Infoprodukt baust, wie du dein eigenes digitales Infoprodukt, da gibt es auch noch Produkte. Und es gibt genug Nischen. Aber du musst dran machen und hol dir ein Coaching, weil das ist total viel Zeitersparnis. Okay. Wo du sagst, ja, das könnte ich weitergeben. Und was liest du? Nachrichten, Bücher, E-Mails?
Hast du mehr als 20 Kilo abgenommen? Bist du gut darin, Geld zu sparen? Das sind Hobbys, die wirklich lukrativ sind. Und wenn du sagst, okay, alles klar, ich habe sowas nicht, du willst wirklich das große Geld verdienen und das ganz kurz, um das zu sagen, wenn du keine Erfahrung hast, wenn du niemanden hast, der dir dabei hilft, dann vergiss das. Aber gut, sagen wir, es ist so, dann abnehmen wäre eines der Beispiele. Okay, also Geld verdienen, Selbsthilfe, das sind die großen Nischen. Da würde ich aber nicht reingehen, wenn du keine Marketingerfahrung hast oder einen Coach, der dir das alles zeigt. Gerade auch diese Geldverdienen-Nische, es ist so überlaufen, Leute. Und das sage ich dir nicht nur, weil ich da drin bin und keine Konkurrenz haben möchte. Nein, die ist echt überlaufen und da musst du dich echt abgrenzen. Und Selbsthilfe und so, ja, überleben, das sind coole Nischen, aber auch Abnehmen. Es gibt so viele Leute im Bereich Abnehmen-Markt. Wenn du da nicht eine geile Persönlichkeit bist und weißt, wie du Traffic generierst und so weiter, dann wird es echt schwierig. Deshalb so eine Hobby-Nische. Oder du lässt dir das halt zeigen von jemand. Ne? Und du gehst nicht in eine der großen Nischen, sondern suchst dir eine Unternische. Keto beim Abnehmen. Was könnte eine andere Unternische sein? Die Steinzeit-Diät. Low Carb. Das heißt, du gehst in irgendeinen Bereich. Eine geile Nische ist die Zunehmen-Nische. Wie nimmst du zu? Ohne Scheiß. Es gibt Menschen, die haben Probleme zuzunehmen. Die können essen, was sie wollen. Sie sind einfach ein Hering. Und wenn du da geile Taktiken drauf hast und hast Leute schon dazu gebracht, halt 5 Kilo zuzunehmen oder so, das ist ein Problem für manche Leute. Dass die einfach nur Knochen sind und nicht zunehmen können. Und egal, was sie essen. Ja, also das ist wieder ein Problem. Dafür geben Leute auch Geld aus für so ein Coaching, einfach mal 10 Kilo zuzunehmen. Hört sich für mich, der ein bisschen übergewichtig ist, schon komisch an, aber ist so. Bereich, der nicht dieses große Ganze ist, wo du mit tausenden Firmen konkurrierst, sondern ein kleiner Bereich, wo du eine Chance hast, auf Google zu finden, gefunden zu werden, wo du gerankt wirst, okay? So, Diabetes. Ich hoffe, du verstehst, was ich hier sagen möchte. Das sind große Probleme, Muskelaufbau, Schlafprobleme, um die anderen nochmal zu nennen. All diese Sachen, das sind wirklich Märkte, in denen Millionen liegen. Du kannst hier keinen Erfolg haben, wenn du nicht in eine Unternische davon gehst, in einen kleineren Bereich und damit Geld verdienst. Okay? Das heißt, erstmal das. So, wenn wir das haben, dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Domain. Und wenn wir die Domain haben, dann ist der nächste Schritt, dass wir sagen, so, und wenn wir die Domain haben, dann ist der nächste Schritt, dass wir gucken müssen, wie sichern wir uns das. Die Nische, ich werde jetzt demnächst auf Keto eingehen. Das heißt, ich gucke, wie können wir damit... Es kommt darauf an, wie du das machen möchtest. Oft brauchst du gar keine Domain. Na, wenn du einen Instagram-Kanal hast, brauchst du keine Domain. Wenn du einen YouTube-Kanal hast, musst du auch nicht unbedingt eine Domain haben. Also, ja, Domains sind cool, aber du kannst auch starten ohne Domain. Du kannst auch mit Pinterest Marketing Geld verdienen und brauchst keine eigene Domain. Ja? Ich würde dir immer empfehlen, professionell Domain, ja, aber es ist nicht hundertprozentig notwendig. Arbeiten. Die Seite, die ich euch verlinkt habe, aus mehreren Gründen, ist all inclusive. Ich sage euch, ne, das ist, was ich euch hier zeige, guckt, ihr denkt vielleicht, okay, du hast das einmal gemacht, aber ich bin ein Arbeitstier, was sowas angeht. Einige von euch werden das wissen, auch wenn ihr hier den YouTube-Kanal euch anguckt. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, was ist wichtig. Und es gibt Sachen wie Bad Neighborhood. Das heißt, dass zum Beispiel, ähnlich so wie das bei einem normalen Schufa-Antrag ist, stellt euch vor, jemand beantragt einen Kredit und ihr fragt, wo wohnst du? Und der wohnt in einem Viertel, wo nur Penner wohnen. Und ich will das nicht negativ sagen, auch wenn das eindeutig so klingt. Aber dann würdet ihr automatisch ihn auch irgendwie bewerten. Google macht das ähnlich. Stellt euch vor, eure Seite ist irgendwo... auf einem Server, wo sonst nur Dreckseiten sind. Und automatisch wird Google euch niederranken und wird denken, okay, die machen Scam, die machen Scheiße. Ne, sonst würden die sich irgendwas Gutes kaufen. Und All-Inclusive ist eindeutig einer der besten Server. Zusätzlich, ich hatte mal Probleme mit DDoS-Angriffen oder ähnlichen Sachen. All-Inclusive hat all das abgewehrt. Und ich habe euch hier einen Link hingepackt. Das stimmt. Ja. Noch geiler ist es dann irgendwann eigenen Server, eigene IP-Adresse und so. Aber das mit den Angriffen und so, da habe ich mit All Inc. noch gar kein Problem gehabt. Das ist echt für Anfänger freundlich, aber auch für Fortgeschrittene. Bei Profis würde ich schon sagen, hey, ja, willst du mehrere Domains haben, mehrere Server, mehrere IP-Adressen, eigene IP-Adressen und so. Aber ja, bis zum Fortgeschrittenen kann man All Inc. benutzen, ja.
damit kriegt ihr die ersten 3 Monate kostenlos. Die Frage, was ihr euch holt, spielt überhaupt keine Rolle in meinen Augen. Ihr könnt nämlich anfangen. Ich sage euch, was ich habe. Ich habe mit privat angefangen. Ihr habt 3 Domains. Das ist super, um 3 E-Mail-Adressen. Ihr habt unheimlich schnelle Server und ihr könnt professionelle E-Mail-Adressen machen. Also meine E-Mail-Adresse darius@shabani.de. Die Möglichkeit, dass das möglich ist, liegt an solchen Accounts. Ihr habt unheimlich kluges, schnelles Installieren und ich werde jetzt den nächsten Schritt all das mit euch zeigen. So. Also, wenn wir das haben, okay, ich rate euch, sowas zu holen, dann ist der erste Schritt, den ihr braucht, eine Domain. Hier seht ihr, ich habe geplant, Darek Shabani schon zu holen. So, hey, Michael hier nochmal. So, komm, wir machen jetzt einen Cut. Das Ding ist jetzt 35 Minuten lang. Wir machen einen Teil 2. Hört sich das cool an? Wir machen einfach einen Teil 2. Ab hier und dann lade ich das hoch. Mal was Neues, sonst wird das halt echt so eine ganze Stunde lang oder so. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer, ich bin raus. Abonnier das oder schau Teil 2 an. Viel Spaß.